Hallo, ich bin Barbarossa und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu F1 2016 mit der nächsten Episode des Koop-Modus mit Meister Freddy. Der Koop-Modus heißt jetzt auf einmal Formula und nicht Koop Freddy, aber das ist erstmal egal. Und falls ihr die letzte Episode noch nicht gesehen habt, dann rate ich euch, sie euch jetzt anzuschauen. Es war nämlich eine schöne Episode und Freddy hatte einen besonders guten Tag und hat das Ding gewonnen, ist deswegen in der Meisterschaft wieder ein paar Plätze raufgerückt, ist auch ein paar Pünktchen näher an mich rangerückt, ich wurde Zweiter und trotzdem bin ich in einer sehr guten Position, was die Meisterschaft betrifft. 106 Punkte nach 7 Rennen ist wirklich eine ordentliche Ausbeute und Freddy wird nun alles dafür tun, um näher ranzukommen und vielleicht gelingt es ihm hier jetzt auch in Aserbaidschan. Kannst ruhig was dazu sagen, ne? Was soll ich dazu sagen? Ich bin nicht so motiviert, nicht meine Strecke. Ja. Von dem her gesehen, hast du gute Karten? Ja, gut, es ist halt eine Strecke, auf der man sehr leicht einen Fehler macht, ne? Ich glaube, einfach eine schöne Quali-Runde hinlegen und dann gut konzentriert durch das Rennen fahren und dann holen muss, wie gesagt, ein gutes Qualifying haben und danach wird man sehen können, was passiert. Vielleicht regnet es ja auch. Regen. Kann ich schon mal dein Setup wegschmeißen. Ich glaub's nicht. Vielleicht regnet es ja sogar. Aber es schüttet wie aus Eimern, ne? So, ja, 3-2 Flügel, das kannst du jetzt erstmal voll vergessen. Regnet es im Rennen auch? Ne, im Rennen ist es trocken. Ja, ich würde sagen, einfach durch dieses Regenquali durchquälen irgendwie. Okay, nachdem ich diese Runde gefahren habe, habe ich mich aber erstmal in Kurve 1 so derbe verbremst, das gibt's gar nicht. Ja, läuft doch. War das 60? Glaub nicht, ja. Bitte? Das waren keine 80, ja? Nee, das waren 99. Das nenne ich doch mal eine Regenzeit. Das war echt nicht schlecht. Ich versuche nur, dich zu kriegen, aber das ist echt... Du hast eine ziemlich gute Runde erwischt. Besonders auch eine freie. Der Witz ist ja, ich habe nichts von deinem Setup. Das war einfach nur Bauchgefühl eingestellt, okay. Zack, schnell, fertig, aus. War einfach jetzt nur so random, wie gesagt, Bauchgefühl. Drei Leute haben übrigens noch keine Zeit, ne? Ricardo, Perez und Button. Ja. Die starten halt. Ich bin im letzten Sektor richtig schnell. Im ersten Sektor nimmst du mir 13. ab. Jetzt nochmal. Im ersten Sektor nimmst du mir 13. ab. Und im zweiten Sektor nochmal eine. Und das ist halt der Vorsprung, den du hast.
4 Zehntel oder was? Ja, 3,5 besser gesagt. Nee, ich glaube, es sind wirklich 4 Zehntel. Das Problem ist, ich kann. Ich hab eine Idee, ich hab eine Idee. Was? Fahr raus! Fahr raus! Und zwar auf Inters. Scheiße! Nein, ich bin auf Regen. Egal. Fahr trotzdem auf Inters raus. Die Inters sind nur noch 4 Zehntel langsamer als die Regenreifen. Haut rein. Jo. Okay, wir sind jetzt schneller. Ja, und ich bin auf Regen. Ich hab voll verkackt. Alle draußen auf Interst, ich glaub's nicht. Ich werd letzter. Ja, ich hab einen Plattfuß, ich werd auf jeden Fall letzter. Laufen. Na, wobei, es schaffen nicht alle über die Linie. Das heißt, ich könnte vielleicht noch mit Glück in den Top 10 starten. Ich lass dich auf jeden Fall jetzt erstmal vorbei. Vielleicht kann ich hier hinter mir ja ein bisschen aufhalten, dass ich doch als Zweiter starten darf. So, der ist schon zu spät. Ja, 2 Minuten. Oh, das sind ja nur 1,9 Sekunden. Da könnte ich vielleicht wirklich noch in den Top 10 bleiben, wenn ich jetzt Hamilton aufhalte. Nein! Oh, Hamilton wird vom Papa aufgehalten. Komm schon, bitte. Yes. Ich bin immer noch Zweiter. Alles ist gut. 1 hat abgebrochen, ist in die Box gefahren. 1 durch, Sainz. Ich bin Dritter. Wie weit schiebt es mich noch nach... Oh, oh, oh mein Gott. Danny quer träumt mich voll ab. Ich bin Vierter, ist noch einer schneller geworden. Raikön hat mich getroffen, ist langsamer. Oh nein, oh, ich habe eine 5-Platz-Grid-Strafe gekriegt. Scheiße. Mein Teamkollege ist langsamer. Bottas? Auch langsamer. Und Alonso? Ich starte von Platz 9. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Oh, Kimi Räikkönen startet nur von Platz 19. Fünfter nach den ersten 2 Kurven. Hamilton und Sainz waren vor mir die ganze Zeit nebeneinander. Das ist richtig krass.
Nein! Ich bin letzter. Und Flügel am Arsch. Oh, scheiße. Nein, Alter. So, mal gucken, wo ich rauskomme. Wahrscheinlich letzter. Oh, GZ. Oh, vielleicht doch nicht letzter. Ja, doch letzter. Oder? Wird knapp. Es ist doch ist nicht die Wahrheit. Meine Fresse! Schon jetzt. Verstappen rausgekegelt. Nö, es war irgendein anderer KI-Vertreter. Weltradl. Irgend so ein KI-Lauf. Fahrt.
Ach Mann! Dann gefühlt mir im rechten Arm alle. Ja, schon wieder zu spät. Komm schon, Daniel Ricciardo, dich krieg ich noch. Yes, der ist. Attacke. 368. So, mal gucken. Ich bin jetzt Fünfter, aber ich habe 6 Sekunden Zeitstrafen. Ich bin mal gespannt, wo es mich am Ende hin verschlägt. Schnellste Rennrunde auf jeden Fall. P8. Oder? Ja, P8. Immerhin. 4 Punkte. Aber das ist jedes Mal, nachdem du ein Rennen gewonnen hast und ich bin hinter dir Zweiter, holst du keine Punkte und ich lande irgendwo auf den Plätzen 6 bis 10. Das war bis jetzt jedes Mal so. Jetzt bin ich wieder da. Willkommen zurück. Ja, 8er bin ich am Ende noch geworden. Eine halbe Sekunde mehr Vorsprung und ich wäre 7er geworden. Aber naja, macht nichts. Hamilton hat gewonnen, das ist natürlich sehr schlecht. Obwohl, Hamilton, dass Hamilton gewinnt, das geht doch. Hauptsache Raikön. Raikön holt keine Punkte. Ja gut, das heißt, ich bin weiter in der WM-Führung mit 110. Dann Hamilton und Rosberg mit 84 und 81. Raikön hat 72, genauso wie vorher. Du hast 62, genauso wie vorher. Und Carlos Sainz Junior hat dich überholt. Ja, gut. Ja, es macht aber nichts. Aber bei mir hat wieder letzte drei Runden Nerven irgendwie. Okay. Ja, Force India ist jetzt an Ferrari vorbeigefahren. Allerdings ist der Rückstand auf Mercedes riesengroß. Und Sauber ist runtergefallen auf den 6. Platz, weil McLaren Honda mehr Punkte geholt hat. Okay. Rein theoretisch hätte ich es gewinnen können, aber dadurch, dass dadurch, dass dann irgendwie gemeint hat, mir der rechte Arm so weh zu tun, so Ameiserennemäßig okay. Nerven gestreikt haben, dass dann auf einmal gar nichts mehr gegangen ist. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber für diese Episode war es das erstmal, liebe Zuschauer. Kein besonders gutes Rennen für Freddy und mich. Aber das wird beim nächsten Rennen auf jeden Fall wieder besser. Österreich, eine sehr einfache und sehr entspannende Strecke. Und auf der Strecke habe ich mein erstes Ligarennen gewonnen. Und Freddy ist auf dieser Strecke auch traditionell wirklich sehr gut unterwegs. Aber wie gesagt, für diese Episode war es das erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Mit besseren Ergebnissen für Barbarossa und Meister Freddy. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dann. Adieu.